So, ja. Für dich liegt bereit etwas. Ist bereit. Ja. So, warte, ich mache hier noch ein bisschen Platz. Du hast eine wunderschöne Sammlung an Figuren. Du hast eine wunderschöne Figur. Vielen Dank. Welche Sammlung an Figuren meinst du Hinter jetzt? dir. Bei dem hier merke ich wieder, dass ich wie immer einen zu großen Kopf für manche Dinge habe. Dein Kopf ist zu groß. Ja, ich tue mir schwer, hier rein zu. Hoch. Was habe ich hier jetzt? Jetzt. Hier reinzufassen. Warte mal. Wo ist der Rand? Wo ist der Rand? Wo ist der Rand? Oh. Und das noch loswerden, weil dann habe ich hier mehr Beinfreiheit. Ja. Gut. Gut. So, du hast die Auswahl. Diesmal ziehe ich die Dinger gleich richtig an. Aber ich würde dir echt nicht die Waschbärlagune empfehlen jetzt momentan. Nicht die Waschbärlagune? Was Ja, meinst du? weil die halt Sticksteuerung hat. Ach so. Das machen wir am Ende, wenn es dann egal ist. Genau. Wenn du besoffen bist, nein. So. Du kannst übrigens, wenn du dich in die Mitte des Raumes stellst, also in die wirklich echte Mitte, die du so subjektiv als solche siehst, nicht, ich meine wirklich, nein, Was will er hier? von deinem Raum, von deinem realen Raum, Ach du so. kannst dafür auch jetzt die Brille ein bisschen hoch machen oder du, ja, hast Hier sogar. so? Ja, genau. Und dann kannst du bei deinen deine Controller haben ja solche Tasten in der solche Home-Tasten. Wenn du davon irgendeine, ich weiß nicht, ob es die linke oder die rechte ist, gedrückt hältst, gedrückt halten. Ah! Ja, dann zentriert Warte sich mal, dann sehe das. ich jetzt hier auch noch mal. Ach, das ist gar nicht so schlecht. Ja, nice, ne? So fühlt sich das am besten an, würde ich sagen. Gut. Ja. Viel besser, als wenn ich Ach jetzt durch die so, Ränder gucken muss. wolltest du nicht erstmal was anderes testen? Ja, stimmt, wo sind die Pornos? Netflix? Nein, Netflix hat keine. VR-Video von Samsung. Also vielleicht bei, wie heißt denn das jetzt? Firefox VR? Das machen wir am Ende. Die Pornos machen wir am Ende. Jawohl. Und wann gucken wir welche? Davor. Danach. Die gemachten. Die gemachten, Du richtig. kannst ja auch mal in den Store gucken, ob dir da irgendwas gefällt. Warte mal, wo komme ich denn in den Store? Warte mal, Oculus-Taste, um das Hauptmenü Was ist denn die aufzurufen. Oculus-Taste? Das ist diese Home-Taste. Ach so. Aber welche? Nee, nicht. Auf der anderen Seite vielleicht? Auf dem anderen? Dann meint er, ich soll so drauf drücken? Nee, definitiv nicht. So wie in dem anderen Spiel? Nee. Um das Hauptmenü aufzurufen, die Oculus-Taste drücken. Kannst du weiter oben mal was? Ach so, da ist doch. Weiß nicht, wieso das jetzt vorher nicht funktioniert hat. Frag mich nicht. Wo ist das da? Ah, hier kommt er. Siehst du schon? Da in Das der hier? Mitte? Nein. Dance Central? Ja. Ich denke ja nicht dran. Cloudlines klingt spannend. Ja, Cloudlands ist spannend. Und irgendwas Gruseliges, ich weiß nicht so recht. Bock hätte ich schon. Aber ich habe auch Angst. PT. Ja, das wäre so krass. Warte mal, das sind Originals, Multiplayer und. Sozial, nee, nee, nee. Sozial. Kategorien. Ich hab auch echt noch nie Dings Rec Room oder was das andere war, VR-Chat aufgehabt. Wie Kannst du mal sehen, funktioniert was das? das an Content schon hat. Ja, Support Red und Bull Features, TV. Strategie und Simulation, Filme und Erzählungen, Rätsel, Reisen, alle. Also. Da gibt's Fishing. Fishing. Warte mal, wir gehen nochmal zurück in die Bibliothek und ich nehme jetzt einfach irgendwas. Oder soll ich was Bestimmtes nehmen? Wir hatten ja gesagt, also du hättest die Auswahl zwischen Sports Scramble. Das nehmen wir mal. Macht's nur. Amateur Ja. Studios. Oculus Studios, wobei, Also. also das Logo gehört dazu. Zum Namen. O Studios. Keine Ahnung, Alter. Ja, was ist deine Schwinghand? Ah.
Captain Port Scrimmel. Training. Ah, schau mal. Ach, du machst das jetzt mit Training. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass ich wieder oben an die Decke hau. Nee, also so weit musst du, glaube ich, gar nicht. Nur höchstens zur Seite. Und das Gute ist, du musst nicht mal laufen. Der Platz reicht ja eh nicht. Ah. Funktioniert gar nicht so schlecht. Ja. Es gibt ist ja auch ein Tennisspieler verloren gegangen. Ja? Nein. Der ist verloren gegangen? Was hast du mit ihm gemacht? Wo ist er hin? Dein PC hat übrigens wieder verwaiste Dateien. Auch das noch? Ja. Das fühlt sich doch relativ intuitiv an, muss ich sagen. Ja, ne? Beeindruckend. Verglichen mit Wii? Ja. Also ich meine jetzt, wie würdest du es... Also, es fühlt sich vom... Ja, ich meine, man spielt die auf der Wii von der Bewegungssteuerung her, nur es fühlt sich halt ganz anders an. Ja, dadurch, dass man halt die... auf einen zukommen sieht, ja. Genau. Oh. It targets to score points. One, go! Jetzt. Du musst das während des Schlagens machen und nicht erst danach. Also, du musst während des Schlagens stöhnen und nicht danach. Ah. Ja, genau! Siehst du? Es funktioniert viel besser! Oh, das wird schwierig. Oh. Oh. Ja. Wow. Ja. Ah. Oh. Hey, gut. Ah, fuck. Oh. Ah, fuck. 3, 2, 1. Hey! Game over! Lief doch ein bisschen. Die Musik, das erinnert mich gerade ein bisschen an Splatoon. Ja, dann exite mal. So, jetzt machen wir ein richtig schönes Match. Das wird nämlich noch ein bisschen anders sein, als einfach nur Bälle treffen. Tennis Scramble. Ist hier die Mitte von meinem Raum wieder? Ja. Okay. Es ist schön, wenn Spiele das so machen. Ja. Der hat einen Käse auf dem Kopf. Ja. siehst du diese Viecher da mit den. Mit den der Mütze? Ja. Your serve. Hit me. Weißt du, was du mit dem machen musst? Wie macht er das? Wie kann ich das auch machen? Ich habe keine Ahnung, wie du den durchziehen musst, damit der so... Also eigentlich so anschneiden? Habe ich versucht. Oh, er hat ausgespielt. Du hast einen Punkt. Cool. Ja. Und jetzt kommt das. Das nochmal. Okay. Hast du gehört, was das ist? Ein Ping-Pong-Ball, aber ja. Irgendwie habe ich es jetzt verpeilt. Ja. Der kam jetzt deutlich schneller als der andere. Und er ist kleiner.
Ja. Und jetzt, oh oh. Oh, gut. Nicht gut. Das war so ugly, ja? Ja, das war sowas von ugly. Aber warst du vorhin so gut? Oh. Jetzt bin ich gespannt, was macht er? Er haut den durch. Ich glaube, du schlägst zu spät zu. Ich glaube auch. Nochmal. Ja, jetzt bist du. Du kannst es noch schaffen. Er ist nur vier. Er ist noch immer vier Punkte vom. Es ist dieser Miniball, oh, der hier die Probleme macht. Oh, ein Accelerator Ball. Yay. Oh. Wie gut ich Tennis spielen kann, haben wir ja vorhin gesehen. Oder gestern. Oh. Was heißt das? Das heißt, er versagt. Offensichtlich. Oh, ich hoffe, du kriegst noch einen Racket Change, sonst wäre unlustig. Oh. Fuck. So close. Komm, Racket Change. Ah. Schau mal, immer wenn ich Aufschlag habe, ja, mache ich die Punkte und ansonsten verliere ich die Punkte. Aber dieser Fuck-Mini-Ball, ja, gefällt mir nicht. Ein Golfball! Out! Gut. Ich hoffe, es kommt mal ein Racket-Change, weil es so nicht lustig, wenn... Oh nein! Was ist das? Hast du es gehört? A what? Eine Poolnudel! Oh! Du hast es gerade hingekriegt. Okay, das ist lustig. Das gefällt mir. Wie dämlich ist das denn? Wie kann man denn mit einem Fisch schlagen? Ich hatte so gehofft, dass das kommt. Ah, fuck. Den ich glaube, der Beachball ist... Nee, warte mal. Wozu gehört der Beachball? Weil wenn du den gleichen Schläger zum Ball hast, also den richtigen, gibt's dafür... Oh! Oh! Ah, die Poolnudel ist der Match zu dem Wasserball. Und deswegen hat er jetzt bessere Schläge. Ah, verstehe. Das stimmt aber irgendwie nicht. Accelerator Ball. Ah! Super. So macht man das. Ey, Gleichstand. Du könntest eventuell noch gewinnen. Ah, ich bin dran. Gute Voraussetzung. Let's go, Pikachu. Dieser Ball. Das ist auch schön, dass die so... Oh. Oh. Alter. Oh, fuck. Ja! Wow! Gewonnen beim ersten Match! So macht man das! Nice! Cool! Sehr nice! Das macht Spaß! Ja. Ist nur die Demo. Ich habe mir gedacht, der Preis ist ein bisschen zu hoch dafür, dass das nur drei Spiele oder sowas sind. Was kostet das denn? Bowling ist auch mit dabei übrigens. 1999 oder sogar 29,99, ich weiß es nicht mehr genau. Kannst du ja im Store gucken. Bowling ist dabei, lass uns Bowling probieren. Oder dann, ist es nicht in der Demo? Dann müsste man es halt kaufen. Achso, okay, nee, dann nicht. Wenn wir es uns teilen? Nein, nein. Wir haben genug andere Sachen auszuprobieren. Richtig. Gibt es dann noch die Wahl zwischen... Achso. Ja, dann einfach mit der... genau, mit der Taste. So, wir haben noch, also Cloudlands oder, warte mal, wo ist denn die Demo, also die könnte weiter unten sein zu Creed. Da, Creed Rise to Glory. Klingt spannend. Ja, das ist also, hat nichts mit Assassinen zu tun. Aber du kannst trotzdem, Apollo Creed. Du kannst trotzdem gewalttätig werden.
ehrlich gesagt, von dem Studio fehlt mir ein bestimmtes Spiel auf der Oculus Quest und es ist nicht Creed, sondern Sprint Vector. Sprint Vector? Was war das nochmal? Das kenne ich auch irgendwie. Ja, da musst du sozusagen skaten über Bahnen, was so ein bisschen was hat von Mario Kart. Auch mit... Oh. Ein Autoreifen. Ach nein. Kein Autoreifen. Ein Raumschiff. Panchada for more damage. Ja. Okay. Defend with gloves. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob das auch wirklich funktioniert, aber... Dodge. Ja, Slow Motion kannst du triggern, wenn du dodgst. Okay. Ja, kommen noch zwei Seiten. Ah, okay, ja genau. Punches... Im Spiel und in echt. Ja. Okay. Und du erkennst das halt... Ach, genau. Okay. Dürfte ja nicht so schwer sein. Ja. Ja, und jetzt spielst du Punch-Out in VR. Ich war immer furchtbar in Punch-Out. Ich hab's letztens gespielt. Bis zu wem kam ich nochmal? Oh Gott. Der Tiger? Irgend so ein Tiger. Dwayne The Rock Reynolds. Yay. Wie das aussieht. Aber ja, und so ähnlich funktioniert auch, du musst das auch halten, die Tasten. Ah! Siehst du diese Taste? Jetzt verstehe ich. Boah! Wow. Ist komisch an das Anfang. Ist komisch, ja. Du wirst es aber eventuell brauchen, um vor ihm wegzurennen. Oh. Du kannst auch ausweichen. Und du musst aufpassen auf deine Stamina. Los, Move Controllers. Wie? Dahin, wo die Gloves sind. Jetzt verstehe ich. Ja. Du darfst ruhig auch ausweichen, wenn er so zuschlägt. Oh! Wow! Uff! Was soll Swarm ich machen? Vulnerable from human hits defend. Ja. Oh. Weich doch aus, du hast Raum, du hast Platz. Willst du ihn nach unten unter die Gürtellinie schlagen? Oh. Und jetzt musst du da hinrennen. Los. Oh. Oh. Gerade wenn er so ausholt, könntest du da eigentlich richtig schön... Du kannst vor allem gut nach hinten noch. Oh. Muss ich jetzt aufladen? Nee, passt. Nee, passt. Oh, sehr schön. Jetzt hast du die Slow-Mo getriggert gerade. Oh, nicht genutzt. Oh, jetzt. Punches. Auf ihn. Tritt noch mal nach! Nein. Oh. Ich glaube, der ist K.O. Wenn du noch mal ein paar Mal auf ihn einschlägst, ist er tot. Nein, Quatsch. Ah! Krass! Ja, ach so, das geht ja auch.
Das wusste ich nicht. Nee, ich auch nicht. Das hat Spaß gemacht. Also du kannst entweder nochmal und zeigen, dass es besser geht. Wie besser? Ich habe gewonnen. Ja, aber ich meine mit Ausweichen, so dass er dass die Slow-Mo auch mal triggert. Und das wäre mal cool. Noch nicht? Wayne Rock, Ryan Reynolds. Dwayne The Rock Reynolds. Schau mal die Hose. Ist ja furchtbar. Und schau mal, was ich mit meinen Füßen mache. Angeblich. Das müsste er mal. Ah. Das ist ja auch schön. Ah, da sind wir. Kannst du auch den Ringrichter schlagen? Wenn er ausholt, genau dann. Oh. Ich sehe das hier drüben nicht, wenn. Ah. Ah, da hat er gerade. Aber. Jetzt. Da stand da schon. Da liegt da. Und dann. Oh! Ja! Oh! Was soll ich machen? Swarm. Ah. Vulnerable to. So bleiben oder so. Oh, sehr schön. Oh, sehr schön. Das ist ein richtig schönes Workout, würde ich sagen. Ja. Oh. Au. Das Problem ist, dass meine. Ja. Geht doch. Da liegt der. Oh, Runde 2. Das ist deine? Ich glaube, das war's. Das ist aber anstrengend. Einfach tot. So ein bisschen, der bewegt sich nicht, er atmet nicht mehr. Nee. Ich glaube, der ist hin. So, möchtest du jetzt etwas weniger? Etwas Entspannendes, bitte, ja. Ja, möchtest du vielleicht golfen? Golf klingt gut. Gut, dann ab wieder zurück in den wunderschönen Oculus Hub. Na? Ah, hä? Nee. Nee. Andere, genau, der andere. Nee, und nur normal einmal drücken, so. Ah, jetzt. Wo ist Golf? Golf ist Cloudlands 2. Ach, Cloudlands 2 ist Golf? Ja. Krass. Oh, wenn ich einen Guide hätte, würde ich dich ja mal versuchen, durch Don't Touch Anything ein bisschen zu lotsen. Ich bin da nicht weit gekommen, muss ich ehrlich sagen. Wir müssen auch noch das Bombenspiel spielen, fällt mir gerade ein. Stimmt, das habe ich noch gar nicht gekauft und runtergeladen. Ah, verdammt. Welcome to start. Flick the left or right to rotate. Ja. Hold the joystick up to preview where you will teleport. Ja. Okay. Ja. Directly to the ball. Was ist der Trigger-Button? Trigger. Der Trigger ist der Zeigefinger-Button. Das ist immer der Trigger. Okay. Was? Wie? Wo? Aha, habe ich den Ball jetzt schon? Weißt du, das ist wie auf dem. Der Trigger ist wie auf dem N64-Controller. Der Z-Trigger hieß es ja auch. Ne? Joystick? Was?
Down lets you open the menu. Achso. Ja, das passt erstmal. Okay. Ja. You can change the functionality of the joystick by holding the grip button. Genau, da kannst du auf den Joystick mal drauf, auf den Controller drauf gucken. Wenn du den Grip-Button hältst, da sind doch so eine. Nein, Funktionen auf dem. Da! Siehst du das? Nein! Auf dem. Guck dir den Controller an, genau. Ja. Wenn du den Grip-Button hältst. Was ist der Grip-Button? Das ist der. Ja, genau der. Dann kannst du da zum Beispiel Schläger ändern. Okay. Gut. Oder Drive. Das untere ist tatsächlich. Wie heißt denn das nochmal? Spin. Du kannst Spin einstellen. Wo muss denn der Ball hin? Der muss ins Loch. Wo ist denn das Loch? Das Loch ist angezeigt durch... Das hier? Nein, das ist kein Loch, das ist ein Berg. Ja, deswegen. Guck doch mal erstmal ein wenig in die Weite, und zwar wo der Parcours lang geht. Ja. Okay. Und genau, du musst... du kannst auch einen... Ich kann einen, ich wollte gerade machen. Sagen, ich nehme genau. einen ab. Ich nehme ihn dir weg. Ich nehme ihn dir weg, in meine Richtung halten, danke. Vielen Dank. So. An mir ist kein Golfer verloren gegangen, aber... Macht ja nichts. Kann ich hier schwingen oder stoße ich irgendwo an? Du kannst schwingen. Gut. Das passt. Oh! Oh, schön! Ist doch gar nicht so schlecht fürs Erste. Ja, und jetzt kannst du dich mit dem Trigger allein schon hin teleportieren. Oh. Weißt du noch? Trigger. Dann bist du direkt dran. Ah, Tatsache. Ja. Ja, nein! Ah! Kinder. So. Ah, und du kannst ja auch, wenn du rechts und links auf dem Joystick drückst, kannst du dich ja um den Ball herum dann bewegen. Wenn du an ihm dran bist. Genau. Okay. Ja, hast noch Platz? Ist hier irgendwas? Ich habe jetzt die Orientierung. Nee, das passt. Du hast Platz zum Spielen. Okay. Im Baum, nee. Oder? Nee, davor. Du kannst das nicht, also in solchen Fällen kannst du musst nicht zwangsläufig drum rumgehen, du kannst auch immer noch den Dings. Also du kannst noch ausholen, keine Sorge. Ah, ist zu weit, fuck. Schade. So, und jetzt würde ich tatsächlich nicht mal. Okay, ja. Also ich wäre faul gewesen und hätte einfach nur die Analog-Stick-Tasten da genommen. Ah. Ja. Ach verdammt, ich kann es gerade nicht erkennen. Das ist schwierig. Ich schlag immer zu weit. Komm schon, für so einen kleinen Schlag fliegt er doch nicht so weit. Oh. Jetzt ganz locker. Ah! Ja, du hast nur drei. Das ist der Putter, das ist der für lange Schläge und. Warte mal, das ist der. Und das ist der für hohe. Was ist das denn? Das ist der Putter. Putt, put. Dann mach ich den hier. Ja. Aber nicht so weit, nicht so stark. Ha! Schon besser. Jawohl. Und wenn du dich dahin teleportierst, hast du sofort den richtigen Schläger in der Hand. Ach so, stimmt. Ja. Und nicht zu sehr. Wow. Dass das schon zu weit war? Ja. Krass. Da muss man sich dran gewöhnen erstmal. Ja. Ja, oh, jetzt ganz langsam. Yay! Das war schwer. Ja. Also ich habe mitgekriegt, mit ein bisschen Übung geht's dann. Das ist dann okay. Play sogar. Das Ding hat sogar einen Level-Editor, das ist doch... Quick Play. Gibt's da auch ein... Easy Holes?
Ich fange mit. Hast du jetzt irgendwelche Random-Dinger genommen oder hast du jetzt direkt Minigolfkurse oder ganz. Keine Ahnung. Ich mag Minigolfkurse. Ich glaube, ich bin in Minigolfkursen. Ah, das ist toll. Ja. Easy-Ding habe ich jetzt genommen. Na, aber das kann sein, dass du jetzt eine Mischung aus allen möglichen hast. Also aus zwei Varianten. Entweder Minigolf oder nicht. Da ist der. Du kannst auch diesen Kurs teilnehmen, aber ich weiß nicht, ob der gut ist dafür, oder? Oder wo bist du gelandet? Hast du einen Schlag gemacht? Ja, hier bin ich und da drüben ist das Loch. So. Warte. Kann ich hier auch einen anderen Schläger wählen? Nein. Nee. Ah, doch. Doch. Ah. Nee, nur Minigolfschläger. Ja. Das heißt, ich werde nicht hier wuff drüber hauen können, oder? Nee. Dann doch hier runter. Oh. Nein, nein. War der zu weit? Ja. Ja, dann hörst du es am Geräusch und darfst nochmal. Na. Runter. Keine Ahnung, wo der jetzt gelandet ist. Schauen wir mal. Oh. Okay. Fall bloß nicht runter. Das geht, hier sehe ich nichts. Hier ist einfach nur blau. Wäre hier unten jetzt irgendwie. Würde man nach unten sehen können, was da so ist, wäre das schlimmer. Ja. Nein! Ach, Kinder! So, pass auf. Nein, das ist zu weit. Fuck. Nochmal. Wieder. Das ist schwer, so kurz zu schlagen. Das ist ja der Wahnsinn. Kinder. Hat scheint es geklappt zu haben. Na, geht doch. Oh. Ah. Nein! Gott, bin ich schlecht. Oh nein! Das ist wie bei echten Minigolf bei mir. Das ist doch schön. Dann ist es wenigstens nicht unrealistisch. Aha, geht doch. Es ist wenigstens nicht unrealistisch. Also kann man ja nicht meckern. Wie geht's jetzt weiter? Ah. Ja, genau. Es wird kurz. Schön war's hier. Doch ein sehr leichter Kurs gewesen, oder? Der war auf easy, ja. Okay. Das sieht ja gut aus. Ja, das war schon mal scheiße. Du kannst dich immer noch zum Ball teleportieren. Ich weiß, ich wollte aber nachvollziehen, wie er gerollt ist. Ja, gute Idee. Weil mich das interessiert hat. Ja. Düdüb. Oh, fuck. Der ist so hoch gesprungen, wie es aussah. Oh. Echt jetzt? Sorry. Besser. Nein. Das ist so. So ist das. Man muss hier so spezifisch schwach draufhauen, das ist krass. Nochmal. Ja, es war schon. Die weiten Schläge sind nicht das Problem, die kurzen sind schwierig. Ha. 13 plus 7, oioioi. Nächster.
das denn? Okay. Ist okay. Oho, oh. Warum hat Mist? Aber hey, also. Das ist doch. Und daneben. Aber nah dran. So, komm. Ah. Ich schlag ihn aber auch immer so weit weg, dass er genauso weit weg liegt wie vorher. Oh. Aber er ist irgendwie da dran eher langsamer geworden. Was? Ich bin die Fahne. Ich bin in der Fahne. Krass. Nee, du bist keine in der Fahne. In der Fahne? In der Fahne? Wenn man zu viel. Was trinkt man denn in Indien? Indienfahne. Dass man eine Inderfahne bekommt. Gibt's da irgendwas? Oder haben die es nicht so mit Alkohol? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Yay! Richtige Richtung! Ich weiß gar nicht, ob der im Baum gelandet ist oder nicht. Sieht nicht so aus, oder? Oh, Sand. Aber hier schon das Loch schon mal. Sand ist überall. Gewöhnen Sie sich dran. Kennst du das? Das sagt mir was, aber ich weiß nicht woher. Aladdin. Stimmt. Ich glaube der zweite. Präsentiert von Sand. Oh. Bin begeistert. Sehr nah dran. Oh. Die nächsten 10 Schläge werde ich damit verbringen, um das Loch rumzuschlagen. Pass auf. Ah, geht doch. Alter, -3. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht mal ein Igel, das ist ein Beagle. Ein Schniegel. Schniedel? Ein Sneeble. Ein Sneeble? Ein Smirnoff. Ein Smirnoff? Okay. Oh, hier unten. Oh. Du darfst nicht ins Wasser schlagen, glaube ich. Bei dem. Oh, sehr cool. 2. Aber hey, gerade. Das ist im Gebirge. Das ist, nein. Der ist dahinter. Und dann wieder darüber. Das ist ja cool. Der ist am Berg abgeprallt. Der läuft, ne? Ups, so. Ich will den hier hochschlagen. Oh. Ja. Das war doch was. Oh! Das war versehentlich. Ey, das war versehentlich sehr gut. Und jetzt daneben. Und wie viele? -2, ein Igel. Das hätte -3 werden können. Schade. Da liegt Schnee. Wo liegt Schnee? Na, auf dem Berg lag Schnee. Ja. So, muss ich mal schauen, da hinten ist das. Ich frag mich, wie der Level-Editor ist. Also wenn ich das nächste Mal bei dir vorbeikomme, muss ich neue Levels mitbringen. Sehr gerne. Ja, geht. Gut, dass du das machst. In Virtual Reality testen, ob... ob hier irgendwo die Wand ist, ja. Genau, das ist super, das ist perfekt. Du machst das wie ein Profi. Ah, fuck, daneben. Nur das nicht. Oh, hey. Wo liegt er denn? Keine Ahnung, aber er liegt gut. Also, nur noch ein bisschen, ein Stück weit. Ah, zu weit. Oh, fuck. aber. Es liegt aber nicht genauso weit auf der anderen Seite. Nein. Zum Glück nicht. Jetzt einmal und rein. Nee. Ah. Schade. Ja, das lag an der Form des Zügels. Nein! Ja! Was? Das war doch drin! Das war nicht drin. Ja, zugegeben. Aber der davor, das war fies. Ah, der war sowas von. Der wäre doch. Yay! Wo kommt. Achso, das eins. Schade. Ach, dieses Ding wirft ja immer einen Schatten. Was läuft ein Schatten? Die Anzeigetafel da. Ach so. Die wirft einen Schatten. Die hat einen Schatten. Puh. Ja, du kannst leider nicht darüber spielen.
Das kenne ich. Den Teil. Oh. Oh. So war es gedacht eigentlich. Du musst noch mit etwas mehr Elan. Oh nein, du bist in der Luft. Oh. Wo ist er gelandet? Hier. Oh, der ist ja sogar noch drin dann sozusagen. Ich dachte jetzt, der wäre vielleicht irgendwo ausgegangen. Oh. Hin immer. Jetzt spiele ich wieder fünfmal an den Dings vorbei. Ach, fuck. Aha. Cut, cut, cut. Fuck, fuck, fuck. Ich glaube, ich muss die Kamera mal anders hinstellen. Man sieht die ganze Zeit nur deinen Hintern. Ich weiß ja nicht mal, wo die Kamera ist, wenn ich ehrlich bin. Jetzt vor dir. Plus null. Nein, nein, das. Aha. Aha. Ja. Was ist mit Tee? Das ist gerade eine wunderschöne Szene. Und du stehst. Schau mal, wo der liegt! Kann man nochmal irgendwie retry machen eigentlich? Aber sieht nicht so aus. So, wenn man die Scorecard anguckt. Oh. Ist zu weit. Eventuell? Ach, oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Oh ja. Der ging. Aber minimal, schau, der ist hier auf dem. Ja. Hier, so muss ich zeigen, auf diesen Hügel. Ja. Wäre er kurz davor gelandet, wäre er nach hinten gehüpft, eher. Ja. Vermute ich zumindest. Und? Und? Ja, das ist besser. Ja. Oh. Doch nicht so? Naja. Ein bisschen. Oh. Ja, muss sich konzentrieren. Jetzt bloß keine Geräusche. Blöp. Oh. Das ist aber das gleiche Problem hatte ich bei Wii Golf auch immer. Man bewegt die Hand quasi so. Kilometer weit. Siehst du? Ah. Ja. Ah, plus eins. Nee, plus drei. Enttäuschend. Steht plus drei. Acht plus drei? Ja, 8 plus 3. Ist das das Gesamtergebnis nicht? Nee, also 5 ist Paar und du hast mehr 3 Schläge mehr gebraucht als 5 und deswegen ach, hast du 8. So, jetzt verstehe ich. So, das sieht jetzt aber leicht aus. Was ist jetzt hier die Schwierigkeit? Es wäre jetzt witzig, wenn du dafür, weiß ich nicht, 10 Schläge brauchst. Wieso sind da unten die Rampen? Ich habe keine Ahnung. Das hier. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Versuchen wir es einfach mal. Geradeaus. Und der erste. Und der zweite. Und der dritte. Oh, Kinder. Vier. Fünf. Sechs. Aber schau mal, immer schön genau an den Rand, auch so, dass er nicht ja irgendwie zurückdutzt. Sieben. Acht. Ernsthaft. Oh. Neun. Komm schon, zehn jetzt. Jetzt wirklich nach dem. Das machst du doch jetzt mit Absicht. Das ist doch nicht möglich. Oh. Stell dir mal vor, du triffst ihn versehentlich und er geht rein. Oh!
Oh, oh, er ist nah dran. Ah, hier. Und jetzt geht er drüber hinaus. Plus 13, das ist ja fast nix. Außerdem, ey, da kannst du wirklich sagen, du hast den Highscore in Golf bekommen. Das auf jeden Fall. Puh, das war anstrengend. Plus 31. Hui. So, ich brauche eine kurze Pause. Okay, alles klar. Also, ich gehe noch raus hier. Ja. Mit dem anderen versuche ich es mal. Oh, nee. Jetzt hat es funktioniert. Ah, da liegt er. Warte mal. Er, ach so, er bewegt sich gar nicht richtig. Oh. Ich glaube, ich war mit meinen Haaren drin gehangen. Mit deinem Harem hast du da drin gehangen? Mit meinen Haaren war ich drin gehangen. Ich mach den mal auf Standby. Das war spaßig, aber ich muss sagen, ich brauche jetzt tatsächlich eine Pause. Mhm. Wegen, aber nicht, weil dir schlecht ist oder eher wegen... Nee, bevor mir schlecht wird. Ach so. Das ist es eher. Ach so, okay. Denn ich merke etwas. Leichte Motion Sickness. Okay. Aber bei dem Golfspiel vielleicht dann wirklich noch... Beim Golfspiel, wenn man sich rumteleportiert hat. Ja. So, dann stoppe ich mal.